Test, Test. Test, Test. Liebe Dresdner, Demokraten, Demokratinnen, wir freuen uns, dass wir heute wieder hier stehen dürfen. Wir freuen uns, dass alle gekommen seid. Applaus für euch. Und wir stehen ja hier, ich hoffe, ihr wisst das, wegen der Bilderberg-Konferenz. Die Bilderberg-Konferenz findet da drüben im Taschenbergpalais statt. Und im Endeffekt, was dort passiert, 3 Tage lang treffen sich die Spitzen aus europäischer und nordamerikanischer Wirtschaft mit Politikern und anderen Spitzen aus Medien und Gesellschaft. Deutsche Politiker sind auch dabei, Ursula von der Leyen, De Maizière und Schäuble sind alle eingeladen, sind hier auf der Konferenz. Uns wird man nichts davon erzählen, weil unsere Politiker kommen als Privatpersonen. Das heißt, sie besuchen diese Veranstaltung mit den Spitzen der Wirtschaft, des Kapitals und werden uns, den Bürgern, nichts davon erzählen. Das ist kein Zufall, das ist Absicht. Die Chatham-Rule gilt während der Veranstaltung. Das heißt, nichts, was drinnen gesagt wird, darf nach draußen gelangen. Wir finden das problematisch. Wir finden es problematisch, dass unsere Politiker sich im Geheimen treffen mit der Wirtschaft. Denn im Endeffekt bedeutet das eins, Wirtschaft und Politik werden näher zusammenrücken. Wir haben das Gefühl, dass Wirtschaft und Politik schon viel zu nah zusammengerückt sind und wir fordern von unserer Politik, wieder näher an die Bürger zu rücken und Politik in deren Interesse zu machen und nicht Interesse der Reichen und Mächtigen. In dem Sinne stehen wir da, die 3 Tage hier, und wir setzen ein Zeichen mit unserem Protest gegen Intransparenz, gegen korrupte Eliten und gegen Interessenspolitik, die nicht mehr der Bevölkerung dient. Ich freue mich, dass alle da sind. Wir sind die Mahnwache für Frieden Dresden. Wir treffen uns seit 2 Jahren jeden Montag auf dem Jogokommandeiplatz. Und wir diskutieren über die Probleme und wie wir sie versuchen könnten zu lösen. Weil wir haben das Gefühl, wie gesagt, die Politik vertritt nicht mehr unsere Interessen, die Medien haben eigene Interessen und die Bürger müssen für sich selbst einstehen. In dem Sinne ist es sehr problematisch, dass praktisch nichts los ist hier. Keiner steht vor dem Hotel, keine 10.000 Menschen, die wütend sind und mit Heugabeln die Menschen herausfordern, rauszukommen, ihren Posten zu verlassen und endlich sich aus der Politik zurückzuziehen. Das ist schade, aber wir sind da und ich denke, das ist ein sehr gutes Zeichen. Wir haben die offene Mikrofonregel, das heißt, jeder, der was zu sagen hat, darf das auch sagen. Wir haben natürlich ein paar Regeln dabei. Für die Veranstaltung gilt allgemein, bitte kein Alkohol, keine Glasflaschen, keine Waffen, kein Vermummungsmaterial, keine Gegenstände, die in der Lage wären, andere Gegenstände zu zerstören oder Personen zu verletzen. Keine Aufrufe zur Gewalt, keine gewaltverletzenden Beiträge, keine Hetze. Bitte haltet euch an die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze und denkt immer dran, euer Vorredner ist ein Mensch, ihr seid ein Mensch, wir haben alle unsere Meinung und wir wollen zusammen was für Frieden tun und gegen Imperialismus und Krieg. In dem Sinne erkläre ich die Veranstaltung für eröffnet. Bitte haltet euch an die Regeln, seid respektvoll und dann viel Spaß. Lothar Lange wird jetzt eine kleine Lesung halten und danach kann jeder noch frei das Mikrofon zu benutzen. Ansonsten bis dahin können wir uns, denke ich mal, zurücklehnen, alle mal lauschen und den Tag entspannt angehen lassen. Vielen Dank, ich freue mich drauf. Einer der hier Anwesenden hatte, das möchte ich vorausschicken, ein Zitat von Richard Weizsäcker erwähnt. Ich hoffe, ich repetiere es korrekt. Parteien, ich zitiere den ehemaligen Bundespräsidenten Deutschland, Richard Weizsäcker. Parteien seien gegründet worden, um die Demokratie zu verhindern. Dieses Zitat passt hellsichtig zu einem Text, den die französische Jüdin Simone Weil 1943, Wochen bevor sie bedauerlicherweise im jungen Alter doch verschied, geschrieben hatte. Simone Weils Text lautet: Anmerkungen zur generellen Abschaffung der politischen Parteien. Das Wort Partei wird in der Bedeutung verwendet, die es auf dem europäischen Kontinent hat. In den angelsächsischen Ländern bezeichnet dasselbe Wort eine ganz andere Wirklichkeit. Sie wurzelt in der englischen Tradition und ist nicht übertragbar. 1,5 Jahrhunderte Erfahrungen zeigen es zur Genüge. Die angelsächsischen Parteien haben ein Element von Spiel, von Sport, das es nur in einer aristokratischen Institution geben kann. Alles ist ernst in einer Institution, die in ihrem Anfang plebejisch ist.
Der Parteiengedanke ging nicht in das französische Politikverständnis von 1789 ein. Allenfalls als zu vermeidendes Übel. Es gab jedoch den Jakobinerclub. Der war zunächst nur ein Ort freier Diskussion. Was ihn umwandelte, war nicht irgendein schicksalshafter Mechanismus. Einzig der Druck des Krieges und der Guillotine machten aus ihm eine totalitäre Partei. Die Kämpfe der Cliquen in der Zeit der Terreur waren von jenem Gedanken beherrscht, den Tomsky so treffend formuliert hat. Eine Partei regiert, alle anderen sind im Gefängnis. Somit ist der Totalitarismus die Erbsünde der Parteien auf dem europäischen Kontinent. Das Erbe der Terreur einerseits und der Einfluss des englischen Beispiels andererseits verankerten die Parteien im öffentlichen Leben Europas. Die Tatsache ihrer Existenz ist keineswegs ein Grund, sie zu bewahren. Nur das Gute ist ein legitimer Grund, etwas zu bewahren. Das Übel an den politischen Parteien springt ins Auge. Zu untersuchen ist, ob es ein Gutes in ihnen gibt, das schwerer wiegt als das Schlechte und daher ihre Existenz wünschenswert macht. Doch sollte man viel eher fragen, gibt es auch nur ein Quäntchen Gutes in ihnen? Sind sie nicht ein Übel schlechthin? Ein Übel wenigstens zum größten Teil? Wenn sie von Übel sind, so können sie, das ist gewiss, faktisch und praktisch nur Schlechtes hervorbringen. Das ist ein Glaubensartikel. Ein guter Baum kann niemals schlechte Früchte tragen, noch kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Doch zunächst muss man erkennen, was das Kriterium des Guten ist. Es kann nur die Wahrheit, die Gerechtigkeit sein und an zweiter Stelle der Gemeinnutzen. Die Demokratie, die Macht der größeren Zahl sind keine Güter. Sie sind Mittel zum Guten, die zu Recht oder zu Unrecht für wirksam gehalten werden. Wenn statt Hitler die Weimarer Republik auf strikt parlamentarischem und legalem Wege entschieden hätte, die Juden in Konzentrationslager zu stecken und sie auf ausgeklügelte Weise zu Tode zu foltern, so wären die Foltern um kein Kran legitimer, als sie es jetzt sind. Und so etwas ist keineswegs unvorstellbar. Nur was gerecht ist, ist legitim. Verbrechen und Lüge sind es in keinem Fall. Unser republikanisches Ideal geht gänzlich aus dem Begriff des Gemeinwillens hervor, den wir bei Rousseau verdanken. Doch der Sinn des Begriffs ging fast sofort verloren, denn er ist komplex und verlangt ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit. Von ein paar Kapiteln abgesehen sind wenige Bücher so schön, stark, hellsichtig und klar wie der Gesellschaftsvertrag, der Contrat Social. Wenige Bücher waren so einflussreich, heißt es tatsächlich, aber hat es den Anschein, als sei es nie gelesen worden. Rousseau ging von zwei Evidenzen aus, von zwei Tatsachen. Die eine ist, dass die Vernunft die Gerechtigkeit und den unschädlichen Nutzen erkennt und wählt und dass jedes Verbrechen aus Leidenschaft geschieht. Die andere besagt, dass die Vernunft bei allen Menschen dieselbe ist, wohingegen die Leidenschaften meist voneinander abweichen. Wenn folglich jeder für sich
über ein allgemeines Problem nachdenkt und eine Meinung dazu äußert. Und wenn man die Meinungen anschließend miteinander vergleicht, so werden sie wahrscheinlich in ihrem jeweils richtigen, gerechten und vernünftigen Anteil übereinstimmen und sich in Ungerechtigkeiten und Irrtümern voneinander unterscheiden. Nur durch eine Überlegung dieser Art gelangt man zu der Annahme, dass der universelle Konsens der Wahrheit anzeigt. Es gibt nur eine Wahrheit, es gibt nur eine Gerechtigkeit. Die Irrtümer, die Ungerechtigkeiten sind unendlich. Variabel. So konvergieren die Menschen im Gerechten und Wahren, wohingegen Lüge und Verbrechen sie unendlich divergieren lassen. Die Einheit ist eine materielle Kraft und dies lässt darauf hoffen, in ihr eine Ressource zu finden, um Wahrheit und Gerechtigkeit hienieden materiell stärker zu machen als Verbrechen und Irrtum. Dazu braucht es den passenden Mechanismus. Wenn die Demokratie ein solcher Mechanismus ist, dann ist sie gut, sonst nicht. Ein Wille, der ungerecht, aber der gesamte Nation gemein ist, wäre in Rousseaus Augen, und er lag richtig, dem ungerechten Willen eines Menschen keineswegs überlegen. Rousseau dachte nur, dass ein Wille, der einem ganzen Volk gemein ist, meistens der Gerechtigkeit entspricht, weil die einzelnen Leidenschaften einander neutralisieren und ausgleichen. Das war für ihn der einzige Beweggrund, den Willen des Volkes einem Einzelwillen vorzuziehen. Deshalb hatte Machiavell 1510 davon geschrieben, Vox Populi, Vox Dei, Volkesstimme ist Gottes Stimme. Oder ich zitiere weiterhin behelfsweise Machiavell aus dem Fürst, das Sittliche ruht im Volke. Aus dem so arg missverstandenen Werk Machiavells über den Fürsten, einfach mal textkritisch gelesen. Ich zitiere weiter Simon Weil. So ist eine gewisse Wassermasse, wenngleich sie sich aus Teilchen zusammensetzt, die sich unablässig bewegen und voneinander abstoßen, vollkommen ruhig und ausgeglichen. Mit ungetrübter Wahrheit spiegelt sie den Gegenständen ihre Bilder zurück. Perfekt zeigt sie die Horizontale an. Fehlerlos verrät sie die Dichte der Dinge, die man in sie taucht. Wenn leidenschaftliche Individuen, die aus Leidenschaft zu Lüge und Verbrechen neigen, sich auf eben jene Weise zu einem wahrheitstreuen und gerechten Volke zusammensetzen, dann ist es gut, dass das Volk souverän ist. Eine demokratische Verfassung ist gut, wenn sie zunächst diesen Gleichgewichtszustand im Volke herstellt und dann erst darauf hinwirkt, dass der jeweilige Wille des Volkes ausgeführt wird. Der wahre Geist von 1789 besteht nicht in dem Gedanken, dass eine Sache gerecht ist, weil das Volk sie will, sondern darin, dass der Wille des Volkes unter gewissen Bedingungen eher der Gerechtigkeit entsprechen dürfte als jeder andere Wille, zum Beispiel jener der Bilderberger Konferenzteilnehmer. Ich zitiere weiter Simon Weil. Es gibt mehrere unerlässliche Bedingungen, um den Begriff des Gemeinwillens anwenden zu können. Besonders zwei verlangen Aufmerksamkeit. Die eine lautet,
dass es in dem Moment, wo das Volk sich eines seiner Willen bewusst wird und ihn äußert, keinerlei kollektive Leidenschaft gibt. Es ist ganz offensichtlich, dass Rousseaus Überlieferung haltlos wird, so wie es kollektive Leidenschaft gibt. Das wusste Rousseau. Die kollektive Leidenschaft ist ein Antrieb zu Lüge und Verbrechen, der unendlich mächtiger ist als jede individuelle Leidenschaft. Anstatt sich zu neutralisieren, verstärken die schlechten Antriebe einander, dann ins Tausendfache. Das hatte schon Le Bon 1890 in seinem Werk Psychologie der Massen ansatzweise referiert. Dem Druck ist kaum zu widerstehen, echte Heilige ausgenommen. Ein Gewässer, das von einer heftigen reißenden Strömung bewegt wird, spiegelt die Gegenstände nicht mehr wider, hat keine horizontale Oberfläche mehr, zeigt nicht mehr die Dichte der Dinge an und es spielt kaum eine Rolle, ob es von einer einzigen Strömung bewegt wird oder von 5 oder 6 Strömungen, die im Aufeinanderwirbeln verwirbeln. Es ist in beiden Fällen gleichermaßen aufgewühlt. Wenn eine einzige kollektive Leidenschaft ein ganzes Land ergreift, ist das gesamte Land einmütig im Verbrechen. Wenn es durch 2 oder 4 oder 5 oder 10 kollektive Leidenschaften geteilt wird, zerfällt es in mehrere Verbrecherbanden. Die divergierenden Leidenschaften neutralisieren einander nicht wie Stäubchen individueller Leidenschaften, die in einer Masse aufgehen. Ihre Zahl ist viel zu klein, die Kraft einer jeden ist viel zu groß, als dass Neutralisierung möglich wäre. Ein erbitterter Kampf bricht los. Mit wahrem Höllenlärm geraten sie aneinander. Unmöglich, auch nur eine Sekunde, die Stimme der Gerechtigkeit und Wahrheit zu vernehmen, die ohnehin kaum je wahrnehmbar ist. Herrscht in einem Lande kollektive Leidenschaft, so ist es wahrscheinlich, dass ein beliebiger Einzelwille der Gerechtigkeit und der Vernunft näher ist als der Gemeinwille oder vielmehr als das, was dessen Karikatur darstellt. Die zweite Bedingung ist, dass das Volk seinen Willen hinsichtlich der Probleme des öffentlichen Lebens ausdrücken kann und nicht nur eine Wahl zwischen Personen zu treffen hat, noch weniger eine Wahl zwischen verantwortungslosen Kollektivitäten. Denn der Gemeinwille steht zu einer solchen Wahl in keinerlei Bezug. Wenn es 1789 einen gewissen Ausdruck des Gemeinwillens gegeben hat, obwohl mangels anderer Vorstellungen das repräsentative System übernommen wurde, dann deshalb, weil es durchaus etwas anderes gab als Wahlen. Alles Leben, das sich im Lande regte und damals quoll das Land vor Leben über, hatte versucht, in den Beschwerdeheften einen Gedanken zu äußern. Viele Repräsentanten waren bei dieser Zusammenarbeit im Denken bekannt geworden. Sie bewahrten deren Inbrunst. Sie spürten, wie aufmerksam das Land auf ihre Worte achtete und eifersüchtig darüber wachte, ob sie seine Anliegen genau übermittelten. Eine Zeit lang, kurze Zeit, waren sie tatsächlich einfache Ausdrucksorgane für das öffentliche Denken. So etwas geschah niemals wieder.
Der bloße Wortlaut dieser beiden Bedingungen zeigt, dass wir nie etwas gekannt haben, das auch nur entfernt einer Demokratie ähnelt. In dem, was wir so nennen, hat das Volk nie die Gelegenheit noch das Mittel gehabt, eine Meinung über irgendein Problem des öffentlichen Lebens zu äußern. Und alles, was den einzelnen Interessen entgeht, ist den kollektiven Leidenschaften ausgeliefert, zu denen systematisch und offiziell ermuntert wird, mit dem Divide Imperat der heutigen Tage. Ich zitiere weiter Simone Weil. Allein schon die Verwendung der Worte Demokratie und Republik verpflichtet dazu, mit höchster Aufmerksamkeit die beiden folgenden Probleme zu untersuchen. Wie kann man den Menschen, aus denen sich das Volk Frankreichs zusammensetzt, die Möglichkeit geben, zuweilen ein Urteil über die großen Probleme des öffentlichen Lebens abzugeben? Wie kann man sicherstellen, dass das Volk in dem Moment, wo es befragt wird, von keiner kollektiven Leidenschaft durchzogen wird? Ich denke, ich lese noch zwei, drei Seiten. Okay. Bedenkt man diese beiden Punkte nicht, braucht man nicht von republikanischer Legitimität zu sprechen. Lösungen sind nicht leicht zu erkennen. Doch nach aufmerksamer Untersuchung wird offensichtlich, dass jede Lösung zuerst die Abschaffung aller politischen Parteien verlangt. Um die politischen Parteien nach den Kriterien der Wahrheit, der Gerechtigkeit des Gemeinwohls einzuschätzen, sollte man zunächst ihre wesentlichen Merkmale erkennen. Drei lassen sich aufzählen. Eine politische Partei ist eine Maschine zur Fabrikation kollektiver Leidenschaft. Eine politische Partei ist eine Organisation, die so konstruiert ist, dass sie kollektiven Druck auf das Denken jedes Menschen ausübt, der ihr angehört. Der erste und genau genommen einzige Zweck jeder politischen Partei ist ihr eigenes Wachstum und dieses ohne jede Grenze. Aufgrund dieser drei Merkmale ist jede politische Partei in Keim und Streben totalitär. Ist jede politische Partei in Keim und Streben totalitär. Wenn sie nicht in Wirklichkeit ist, dann nur, weil die anderen Parteien um sie herum es nicht weniger sind als sie. Diese drei Merkmale sind Tatsachen, Wahrheiten für jeden, der dem Leben der Parteien näher gekommen ist. Das dritte Merkmal der Parteien ist einem Phänomen zuzuordnen, das überall entsteht, wo das Kollektiv die denkenden Wesen beherrscht. Es handelt sich um die Umkehrung des Verhältnisses von Zweck und Mitteln. Alle Dinge, die generell als Zwecke betrachtet werden, sind überall und ausnahmslos in ihrer Natur per Definition dem Wesen nach und in offenkundigster Weise alleine Mittel. Aus allen Bereichen ließen sich beliebig viele Beispiele nennen. Geld, Macht, Staat, nationale Größe, Bilderberger Konferenzen, wirtschaftliche Produktion, Universitätsdiplome und vieles mehr. Alleine das Gute ist ein Zweck. Alles aus dem Reich der Tatsachen gehört der Ordnung der Mittel an. Doch das kollektive Denken ist unfähig, sich über das Reich der Tatsachen zu erheben. Es ist ein animalisches Denken. Sein Begriff vom Guten reicht gerade, um den Irrtum zu begehen,
dieses oder jenes Mittel für ein absolutes Gut zu halten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich breche den Text an dieser Stelle ab. Für die Menschen, die diesen seltenen Text in der Gänze wahrnehmen möchten, empfehle ich entweder Lothar Lange bei YouTube, Simon Weil eingeben, dort verlese ich den kompletten Text. Ich bedanke mich noch einmal für die Aufmerksamkeit. Danke.